packen Sie Ihr Kinderfahrrad Daisy aus und entfernen Sie alle Schutzfolien und die Schutzkappen der Räder. Im Lieferumfang befindet sich der vormontierte Rahmen mit Hinterrad, das Vorderrad, der Korb, das Schutzblech, Reflektoren, der Sattel mit Sattelstütze, der Lenker, der Lenksäulenschaft, die Schaumstoffsicherung, der Gepäckträger, die Pedale, das Montagematerial und die Anleitung. Zur Montage des Lenkers benötigen Sie den Lenksäulenschaft mit dazugehöriger Klemme und 4 M6-Schrauben. Stecken Sie zuerst den Lenksäulenschaft in die Gabel ein. Befestigen Sie diesen mit einem 12 mm Schraubenschlüssel. Der Klemmhalter muss dabei nach vorne ausgerichtet sein. Nehmen Sie nun den Lenker und legen Sie diesen auf. Befestigen Sie diesen, indem Sie die 4 M6-Schrauben mittels eines Imbusschlüssels festschrauben. Achten Sie hierbei darauf, dass sich der Lenker in einem angenehmen Winkel befindet. Zur Montage des Schutzblechs benötigen Sie die Korbhalterung, die 40 mm lange M6-Schraube und eine M6-Mutter. Montieren Sie das Schutzblech, indem Sie dieses an die dafür vorgesehene Halterung von hinten anschrauben. Setzen Sie den Korbhalter mit der offenen Seite zwischen Mutter und Rahmen auf und ziehen Sie die Mutter fest. Hierfür eignet sich ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein 10 mm Schraubenschlüssel. Zum Befestigen des Vorderrads benötigen Sie 2 15 mm Schraubenschlüssel. Um das Vorderrad zu befestigen, drehen Sie die beiden M10-Muttern und die Unterlegscheiben von diesem ab. Das Vorderrad wird nun in die Halterung eingesetzt und die Unterlegscheibe aufgelegt. Achten Sie hierbei darauf, dass die kleine Noppe im untersten Loch aufliegt. Setzen Sie die Schutzblechhalterung auf. Nutzen Sie die Sicherungsmutter zum Festschrauben. Wiederholen Sie denselben Vorgang auf der anderen Seite. Ziehen Sie beide Muttern nach. Hierfür eignen sich 2 15 mm Schraubenschlüssel. Lösen Sie nun die Hinterradbremse auf beiden Seiten mittels eines Imbusschlüssels. Stellen Sie den Bremsgummi auf der jeweiligen Seite richtig ein, sodass dieser auf der rosanen Felge aufliegt. Schrauben Sie diesen wieder fest. Hängen Sie den Bremszug an der Bremse ein. Halten Sie das vordere Ende fest und ziehen Sie die Ummantelung leicht zurück. Stellen Sie den linken Bremshebel so ein, dass der Bremszug eingehängt werden kann, und befestigen Sie diesen. Nehmen Sie nun einen 10 mm Schraubenschlüssel. Ziehen Sie das hintere Bremsgestell so zusammen, dass die beiden Gummibremsen noch etwa 3 mm Abstand zum Reifen haben, und fixieren Sie das Gestell. Um die Vorderradbremse betriebsbereit zu machen, hängen Sie diese ein. Öffnen Sie auch hier die Halteschraube an den Gummibremsen und stellen Sie diese ebenfalls so ein, dass Sie den rosafarbenen Felgenrahmen berühren. Hängen Sie den Seilzug der Vorderbremse in den rechten Bremshebel ein und befestigen Sie diesen. Spannen Sie die Gummibremsen auch hier wieder so, dass diese in etwa 3 mm Abstand zum Rad stehen. Sie können nun die Bremsgriffe festschrauben und auf Ihr Kind anpassen. Um den Sattel an der Sattelstütze zu befestigen, stecken Sie diese ein und ziehen Sie die beiden Muttern fest. Hierfür eignet sich ein 13 mm Schraubenschlüssel. Der Sattel wird nun ins Sattelrohr eingeschoben und mit der Halteklemme befestigt. Drehen Sie die Pedale auf und sichern Sie diese. Hierfür eignet sich ein 15 mm Schraubenschlüssel. Beachten Sie die Seiten links und rechts auf diesen. Bei dem linken Pedal handelt es sich um ein Linksgewinde, bei dem rechten Pedal um ein Rechtsgewinde.
Um den Korb zu befestigen, sind ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein 8 mm Schraubenschlüssel, eine breite Metallplatte, eine schmale Metallplatte und 4 15 mm lange M5-Schrauben samt Muttern erforderlich. Zur Befestigung des Korbs stecken Sie zwei M5-Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher an der schmalen Metallplatte. Nun befestigen Sie den Korb am oberen Korbhalter mittels der M5-Muttern. Halten Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gegen und ziehen Sie diese mit einem 8 mm Schraubenschlüssel fest. Schrauben Sie nun die breite Metallplatte in gleicher Art an der Unterseite des Korbs fest. Um den hinteren Reflektor am Gepäckträger anzuschrauben, nutzen Sie zwei M5-Muttern und zwei Unterlegscheiben. Hierfür benötigen Sie einen 8 mm Schraubenschlüssel. Den Gepäckträger befestigen Sie, indem Sie diesen aufstecken und oben mit den beiden kleinen 9,5 mm langen Imbusschrauben befestigen. Ziehen Sie die hinteren M5-Muttern fest. Um die Klingel zu befestigen, stecken Sie diese auf den Lenker auf und schrauben Sie diese fest. Setzen Sie nun den Lenkerschaumstoff auf und legen Sie die Klettverbindung um diesen. Für die Installation der Reflektoren an den Speichen stecken Sie eine 25 mm lange M5-Schraube durch den Reflektor. Legen Sie eine Unterlegscheibe auf und schrauben Sie eine Mutter auf. Klemmen Sie zwischen Unterlegscheibe und Reflektor die Speiche und schrauben Sie diesen fest. Stülpen Sie nun noch die Radkappen über das Fahrrad. Wir wünschen viel Spaß mit dem Daisy Kinderfahrrad.